Hallo liebe YouTuber, ich lalle schon wieder. Herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Let's Fail Kenshi. Es ist eine Weile her, seit meiner letzten Aufnahme. Ihr seht, ich bin immer noch da, wo ich mich verabschiedet habe. Allerdings haben meine Kollegen aufgehört zu arbeiten. Das ist immer so. Also wenn man Spielstand lädt etc., die hören einfach auf. Also machen im Grunde das, was jeder von uns auch tun würde. Sobald man nicht hinguckt, legen die Beine hoch. Uns fehlen einige Baumaterialien. Und gerade bevor ich hier das zu Ende geladen hatte, waren unten Nachrichten. Es ist Krieg ausgebrochen zwischen den San Inias und ich glaube dem Holy Empire und zwischen zwei anderen Fraktionen. Und ich würde sagen, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, und wir haben ja sowieso kein Baumaterial, also würde ich sagen, machen wir mal so einen kleinen Ausflug. Ein, zwei Episoden. Ups. Na, weiter geht's. Ein, zwei Episoden, wollte ich sagen, in denen wir uns mal ein bisschen bewegen. Was ist das jetzt? Streak? Nein. So, und dann sammeln wir uns am besten mal. So. Oh. Was ist denn jetzt das hier? Meistens ist ja der hinterste der Chef. Da gucken wir mal. Der hat 14, 15... Da ist ein Bounty drauf. Ich könnte es mal ausprobieren, die kaputt zu schlagen. Und letztendlich... mal... abzugeben bei einer Police Station sozusagen. So, Old Soldier geht voran. Leave. Wilke Sand nicht. Settled auch nicht. Der geht jetzt zum Rolf, weil der Arzt ist. Maggie ist natürlich ein Schläger. So, ich werde jetzt die in Klammern Kampffraktion. Oh. Sind das dieselben? Anscheinend. Ist egal. Die werden gleich flankieren. Die greifen jetzt an. Ich hoffe, das funzt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es böse in die Hose geht. Den Old Soldier werde ich mir mal krallen. Der soll mal auf den Chef da losgehen. Ich glaube, das ist der hier. Nein. Ach, ist eigentlich egal. Es wird sowieso sehr viel Blut fließen, auch sehr viel von meinem. Aber das ist jetzt so ein fairer Kampf. Von der Anzahl her, ja, mehr oder weniger. Und der Old Soldier hat schon zugeschlagen. Und da hat er sich auch, glaube ich, direkt an den Chef gewendet. Genau, das ist der Chef hier. Jetzt, wenn der Streak jetzt clever wäre. Ja, gut. Hat er ihn getroffen. Ich bin positiv überrascht bisher, wollte ich sagen. Oh, der lief uns gleich. Der ist gleich hier. Mal gucken, ob er durchhält. Und der zweite liegt. Sogar der lief trifft. Also auch die, die auf die Mappe kriegen, wehren sich. Und es läuft gut, es läuft sehr gut. Ich bin top zufrieden. Mensch, ihr seid ja fast richtige Kämpfer. Gucken, ob keiner kommt hier. Hat keiner gesehen? Nein. Leaf blutet. Er verliert ordentlich Blut. Deshalb werde ich den Leaf mal rausziehen.
Genauso wie den Wolf, mein Chef, der hat das Bein. Ach, der Mensch, du sollst dir nicht das Bein amputieren. Medic. Da hier, war breaks out between Imperial Lord and Starving Bandits. Ja gut, die starben sowieso. Von daher kann denen das ja auch eigentlich egal sein, mit wem die Krach anfangen. Wo ist jetzt der Chef? Das ist der Chef. Den werde ich jetzt mal mitnehmen und dann gucken wir mal, ob hier irgendwo eine Police Station ist. Ich meine, hier ist eine Police Station, auf jeden Fall. Bandits Hideout. Oh oh. Wir gehen jetzt einfach mal dahin, weil der. Das ist aber nicht vertrauenerweckend hier. Ich möchte keinen hier lassen, weil. Ich kann nicht immer hin und her switchen. Und wenn wir nachher hier Besuch kriegen und da ist jemand alleine oder es sind nur zwei oder so, dann ist das sehr ungesund. Der Base an sich tun die Banditen ja nichts, von daher kann es das herzlich wurscht sein. Streaks immer noch böse verletzt. Heilt denn jetzt keiner oder was? Ach, die heilen erstmal die anderen. Gut, Maggi ist geheilt. Guckt schon mal nach dem Kram. Ich nehme jetzt auch nur das mit, was tatsächlich ein bisschen Wert hat. Ah. Na. Ah, ich vergesse wieder, wie tief das eigentlich geht. Und das war es, glaube ich, schon. Nee, Maggi kann nicht mehr aufnehmen. Ah, der hat sich den Arm sehr verletzt. Das finde ich immer noch, also ich bin ganz großer Fan hier von diesem Schadensmodell und wie die dann aussehen und wie die sich verhalten. Weke auch. Ah, gut. Du kannst genau den Helm nehmen. Streak. Ah, ist wieder awake hier, der Streak, Inventar. Der ist ja eigentlich mein Träger. Deshalb habe ich den ja mitgenommen. Hält er sich den Kopf? Jo. Meine Güte. Wisst ihr, wo noch das Ding hier tragen können? Gute Streak. Sehr gut. Guter Mann. Waren das alle? Das waren noch nicht alle. Ah, ich wollte doch sagen. Fehlt doch noch einer. Es waren noch fünf. Oh, noch einer. Ja, das ist natürlich jetzt eine Sache. Ich glaube, ich werde nochmal mit ein, zwei Leuten zurück zur Base gehen. Keine Angst, ich will mich da nicht aufhalten. Nur es sind ein paar schöne Sachen dabei, die ich nicht verscherbeln möchte. Und die tue ich dann in unsere Truhen. Ah, so. Ja gut, komm, dann lassen wir mal die Hose da. Aber das ist ja ein Ding. Traders Guild und Dust Bandits. So 90, 60, 90. Das erinnert mich an irgendwas anderes. Jetzt muss ich natürlich mal schauen. Was hat er denn hier? 50 Chest Armor. Es wäre schon. Es wäre schon nicht unclever, dem Old Soldier das zu geben. Der ist ja mein Tank. So, Maggi, geht mal hier zu ihm rüber.
Oder ist jetzt hingedroppt? Ah, da, zum Glück gut zu sehen. Krass. Sehr gut. Und der haut mit. Ah, okay, der ist noch. Die Waffe ist noch besser. Dann würde ich sagen. Ja, das ist immer. Wo ist denn Leaf? Naja. Ist immer so ein bisschen rumgespiele und verteile, aber das muss sein. Außerdem macht's Spaß. So, fertig. Ja, hast du es jetzt auch mal? Gut. So, das ist beides Säbelklasse. Und du... Oh, ja. Du legst es mal hier weg. Und dann verpisst du dich mal hier. Das rein. So, die drei gehen mal zurück zur Base. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner. Oh Gott, der humpelt so. Rolf ist der Arzt, der läuft hinterher. Deshalb würde ich sagen, der hat das Kopfgeld. Rescue. Ihn, sonst den. Wie rette ich den denn jetzt? Beziehungsweise wie. Taunt? Nee. So, nochmal gucken. Eigentlich war das ja recht hilfreich. Ich weiß schon wieder. Pick up! Junge, dich verticken wir doch. Sklavenhändler. Das sind wir. Oder was war unsere Profession? Ich weiß gar nicht mehr. Oh, Maggie ist da. Was war nochmal hier? Was war nochmal da drin? Ja, ich sehe, wir haben ja auch schon einiges. Die Waffenbehälter. Ach. Das mag sein, dass ich die jetzt mitnehme. Aber der Magi macht das nicht. Der ist dafür nicht geboren worden. Der gehört einer anderen Kaste an. Der ist kein Schlepper hier. Jetzt habe ich es weggemacht, ich Arsch. Welche waren denn jetzt die besten? 80 minus 3. Und die Resistenz, ja, ist dasselbe. Ja, ich würde sagen, dann haue ich mal die gespikten hier weg. Das sind dann... Ich habe jetzt die anderen halt öfter sowieso schon angelegt und oh, der ist ja auch nochmal. Ja, der ist nochmal eine Schippe härter. Also die Gespikten hier, die sind weg jetzt. Die tue ich weg. Und den behalte ich auch nochmal. Die behalte ich auch. Das behalte ich auch. Aber. Hallo, genau. So. Und so. Was? Und so. Und so.
Und ich nehme jetzt nicht... Ich packe jetzt nicht alles voll, weil... Es kann ja sehr gut sein... Ihr seid nett. Wir helfen einfach mal. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber die kriegen es auch so hin anscheinend. Sandmann, guck mal her. Was hast du denn dabei? Ja. Ja. So, das bleibt erstmal hier. Und das kommt auch weg. Und dann sind wir hier fertig. Mal schauen, ob das jetzt eine gute Idee war oder nicht. Medic. Oh. Rolf hat den mal ordentlich fallen lassen. Was war das jetzt? Wem haben wir da geholfen? The Holy Nation, alles klar. Das war ein Fehler! Nein, dadurch, dass ich ihn fallen gelassen habe, hat er sich jetzt aufgelöst, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich will jetzt nicht unken, aber ich hätte jetzt gehofft, dass einer von der Holy Nation hops geht. Einfach damit wir uns die coolen Sachen schnappen können. Weke war kein Träger. Wer ist denn jetzt hier Träger? Ich vermisse einen, oder? Nein, ich vermisse keinen. Wo ist denn hier der mit dem Hut? Da, Sand. Zum Glück habe ich Platz gelassen. Ich gucke immer mal, ob der hier, ach, den Stock nehme ich gar nicht erst mit, ob hier jemand ist, der Kopfgeld hat, der ein Kopfgeld wert ist.